jetzt auf dem Boot, wie ihr sehen könnt. Und mit den zwei Jungs, egal wo ich hingehe, haben wir Turbulenzen. So this is our friend Orest. Hi. And we came here to Ksamil, and he's an amazing host. He drove us to places. He even picked us up without needing to. He's amazing. Yeah, thank you so much. So if you're in Ksamil, check out his camping place. It's called Gachi Camping. If you have a camping van, you can come here camp. If you want to stay near the amazing blue beach, you can do that and stay here. He has a beautiful apartment where we are staying right now. So yeah. So we got in our garden. This is lemon. Lemon. Lemon tree. Okay, let's go through it. Yeah. Lemon tree. Yes. Beautiful. And then we have a big olive tree. Olive tree. In Albanian. Pem Uliri. Pem Uliri. In Albanian. Pem Lemoni. Pem Lemoni. Pem Uliri. Tu kemi... Ftoi. Ftoi, nu ke disi thonë. Auf Deutsch sind es Quitten, auf Englisch... I don't know in English. Yeah, but... Just look it. Beautiful. Beautiful, yeah. Look this. Needs a month. And orange. This one is orange. Does it have oranges? Yeah, yeah. Look. Ah. It's very green. Yeah. They're still not done, huh? November. In November? November. Ah, okay. This one over there is also orange. Also orange. So they become... After 2 months. So the oranges become orange in November. In the color, yeah. Yeah, yeah. Okay. And this tree, this is very beautiful, but this is just a regular palm tree. Yeah. It doesn't have a specific like name. Like a cactus. Ah, okay. A family. We have a big sink to wash dishes. For the campers, right? For the campers. We have a small fridge for all visitors. Everybody can use it? Everybody can use it. We have electricity to charge phones. This is the toilet with the shower in it. Ah, okay. It's right here. Nice. What are the number one tourists this year? How many, like, nationalities? Italians. Italians? Italians. Most of the tourists were Italians. Then the second are... I am speaking for my campsite. Came from Germany. Italians, Germany. Germans. And third from Poland. From Poland. Yeah. These guys are from Germany. You are. They are Germans, and he is your patriot. Ah. Ich bin auch aus Deutschland. Von wo seid ihr? Hamburg. 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 Fischkopf. Wir sind aus Frankfurt. Wir sind aus Mannheim. Also ich bin aus Mannheim, das ist mein Schwager, der ist aus Köln. Ja, Mannheim, du hast nicht weit. Ja. Ja. Seit wann seid ihr eigentlich hier? Seit heute. Die waren hier, also seit heute? Hier seit heute, aber wir machen einen Roadtrip. Wir sind von Frankfurt ganz runtergefahren. Krass, okay. Also richtig, wir sind gut. Jetzt in Albanien seit... Ja, in Shkodra, in Tirana. Wo habt ihr so Stopps gehabt? Bestimmt? Ja, ja, Shkodra, Tirana, Girokastra waren wir jetzt heute und sind jetzt hier. Nee, aber ich meine auf dem Weg nach Albanien, wo seid ihr da so? Zagreb und Sarajevo. Okay, und cool. Und dann noch in Montenegro. Dumitor Park. Das habe ich immer meinen Freunden gesagt, aber die Fische haben nicht auf mich gehört und ihr macht das richtig. Das war auch richtig geil bisher. Wir waren eben noch am Blue Eye, das war traumhaft. Blue Eye ist der Hammer, ja. Wir sind da vor 4 Jahren mit einem Kumpel von mir gewesen, mit Tarek.
Da sind wir von oben reingesprungen. Und wenn du da rauskommst, du hast lauter kleine Stiche am Körper, so, aber so angenehm, weil es halt so arschkalt ist, das Wasser. Ich glaube, wir sind bis hier reingegangen, ne? Wir haben unsere Beine nicht mehr gespürt. Ey, wenn ihr da reinspringt, ihr kommt wie ein frisch geborenes Baby raus. Das ist total verrückt. Ja, wir werden auf jeden Fall nochmal reden. Ich gehe gerade noch hier ein bisschen durch. Let's go to Fig Tree. Wow, Fig Tree. Yeah. What is this? This is like a paradise place that you have. It's amazing. Yeah. Let me give you a fig. Okay. This is a beautiful fig. I'm going to eat it right now. Take it. Yeah. Take it. Amazing. How do I eat it? With this? With the skin, it's more taste. The whole thing? Yeah. Bismillah. Bon appetit. This is delicious. It's the best kind of fig. I can't even explain it, how amazing this tastes. Yeah, I know. all the sweets in every supermarket in the world are... Yeah. Subhanallah. Amazing. Yeah. More trees? Yeah, more trees. Let's go to pomegranate. This is crazy. This, so many fruits. Pomegranate, it's my preferred fruit. Preferred fruit. This is like your garden is like a fruit salad. Yes. Amazing. Yeah. In Albanian, pomegranate? Sheg. Sheg. Yes. You see, I'm Albanian, but I don't know many words. Many words I'm missing. Yeah. Sheg. And these are pine trees. Yeah, pine. It's for shady. You know, in Germany, these are luxury trees. Very rich people. Yes. They put them in their gardens. And yeah. But they're very, very expensive in Germany. I think the pine tree produce more oxygen than any other tree. Around? Yeah, really? Yeah. It doesn't look like it, but... Yeah. Amazing. And that over there is another fruit. It's nuts. Come here, please. Okay, let's take this one. We can open like this. Okay. Because I need a knife right at the moment, but... We'll do it without it. We'll do it without it. Look. This is the nut. You see? This is... Yeah, now we can recognize it. Yes. So... Walnut. Okay. Walnut. Yeah, it's a walnut. Amazing. Kroatien gehst oder Montenegro oder was, das kommt ja alles runter. So Kroatien ist ja schon komplett touristisch. Dann kannst du vergessen, ich war auf Insel Rab, ich weiß nicht, ob ihr kennt. Nee. Insel Rab, nicht in Montenegro. Ja. Ich war da, da war es schweineteuer. Guck mal, ich habe eben eine Wassermelone gekauft. Wer ist jetzt, du denkst, ich glaube, ich glaube irgendwie scheiße oder so. Was ich bezahlt habe, 8 Kilo. So eine riesige, oder? Hey, ich habe gerade eben eine Feige da probiert. Das war die beste Feige meines Lebens. Das ist so abnormal. Was machst du denn da oben? Ich hab gerade die geilste Feige der Welt. Ich hab gerade überlegt, wo kommt dieses Gerät her? Was meinst du vorhin? Was hast du gemeint? Was? Malediven? Ich was? Nach meiner. Ich war noch nie in den Malediven. Ich hab das jetzt nur so im Internet so verfolgt. Aber das Wasser kannst du, glaube ich, den Malediven vergleichen. Die Sache ist, in ganz Europa findest du. Der hat das uns gestern erklärt. Das hat irgendwas mit dem Jodgehalt zu tun. Und es gibt irgendwie in ganz Europa nur so 2-3 Plätze, wo so sind. Also hier in Xamil, irgendwo in so einer spanischen Insel noch dazu und noch eine andere Insel. Aber
Ja, also. Da ist das Wasser dann so ultra klar, oder? Genau, genau. Ja. Deswegen. Das ist also, es hat. Ja, du hast gerade gesagt, die Flüsse sind auch echt krass. Ja, ja, genau. Die sind. So, da ist das Blue Eye. Genau. Einfach, du kannst ja 10 Meter runterklicken. Genau. Ohne Probleme, ne? Die sind aus Amerika mit irgendwelchen Geräten gekommen und haben das gemessen, hat er erzählt. Er hat gemeint, die Dinger sind fast durchgedreht, diese Messgeräte da, weil der Jodgehalt halt so krass war und deswegen ist es halt so glasklar. 20 minutes later. Oh my god. Okay, right now we're driving to the masjid, to the mosque in Ksamil, and our host, the best host in the world, is driving us to the mosque. And we're gonna see a little bit of Ksamil right now. Here starts the center. Here the center of... It's not the center. Here it starts the center. And the islands on the right side, the islands are as big as like football fields, right? Yeah. The small ones bigger, there. Bigger? Yeah. Okay. Beautiful. See it on the ship, gas station one more time. Pique carburante. Pique carburante. Nei, thëjmë... Tankstel. Në Gjermani, shqiptarët i thëjmë tankstel. Gjermani i thëjmë tankstelë. Gjermani, shqiptarët i thëjmë tankstel. Shikon këke Gjamin. Gjamia është ajo... Gjamia e bardhë, ha? Gjamia e bardhë. Shkolla e mesme... është shkolla i që... Bion vajzajme. Nga këtu shkollë? E vogla. Ina. Ina. Genau, da hier drin ist. Ja.